Ja, das nicht an Leistung denkt, vom Ja, das mir Vertrauen schenkt. Ich staune, ich hab es nicht verdient. Nein, ja. Sagst ja und weißt doch von meinen Schwächen. Ja, trotz allem gilt dein Versprechen. Ein Ja steht felsenfest an jedem Tag. Ich lebe von dem Ja, das nicht an Leistung denkt. Vom Ja, das mir Vertrauen schenkt. Ich staune, ich hab es nicht verdient. Ganz herzlichen Dank für die wunderbaren Lieder. Ich finde überhaupt, die Musik und der Gesang heute Abend sind erstklassig. Merci de tout cœur pour cette merveilleuse musique. Je trouve que les groupes qui sont intervenus sont des groupes de première classe. Wir sind reich gesegnet. Nous sommes vraiment bénis. So, bevor ich meinen Text lese, avant que je lise mon texte, noch ganz kurz. Encore courtement. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Glaube, der Sprung ins Licht. J'ai écrit un livre dont le titre est La foi, un bond dans la lumière, ou un saut dans la lumière. Das ist ein dickes Buch. C'est un livre épais. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, das ich je geschrieben habe. Mais je peux vous dire que je crois que c'est certainement celui qui est le plus important parmi tous ceux que j'ai écrits. Bei wem manches Mal es sich so anfühlt, als ob der Glaube eine Zitterpartie hat. Pour ceux qui parfois dans leur foi sont tremblants. Lies das Buch und du wirst auf festem Boden landen. Lis ce livre et tu atterriras sur une terre ferme. Preis dem Herrn. Gloire à Dieu. Ich wünschte, ich könnte es allen, jedem eins schenken. Ich kann es leider nicht. Aber so wichtig ist mir das. Je souhaiterais pouvoir l'offrir à chacun. Malheureusement, je ne peux pas. Hier kommt ganz neues Licht auf ein altes Thema. Il y a de tout nouveau, un tout nouvel éclairage sur un thème qui est ancien. Glaube, der Sprung ins Licht, nicht in die Dunkelheit. La foi, un saut dans la lumière. Und dann noch, auch ganz neu von der Druckerei, ein Andachtsbuch, tägliches Andachtsbuch. Et là également un livre pour la lecture journalière, chaque jour une nouvelle force. Ich will euch sagen, warum ich das geschrieben habe. Je vais vous dire pourquoi je l'ai écrit. Der Missionsbefehl geht wie ein roter Faden durch das ganze Buch. L'ordre de mission passe comme un fil rouge au travers de tout ce livre. Man kann die Salbung pulsieren spüren. L'on peut sentir l'onction tout au long. Und wer täglich so einen Schuss braucht, dies ist das richtige Rezept. Et celui qui a besoin chaque jour d'un nouvel encouragement, c'est le bon livre. Halleluja. Frag Halleluja. Meine Frau, die liest das schon 2 Jahre. Demandez ma femme, elle le lit déjà depuis 2 ans. Amen. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Ich bin Evangelist. Je suis un évangéliste. Mir geht's darum, dass die Hölle leer wird und der Himmel voll. Mon problème, c'est que l'enfer se vide et que le ciel soit comblé. Ich hab's heute Morgen schon gesagt. Je l'ai déjà dit ce matin. Zur Hölle mit dem Teufel, zum Himmel mit den Menschen. Le diable en enfer et les humains au ciel. Die Bibel sagt, dass die Hölle für den Teufel geschaffen wurde. La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable. Er möge das sein.
qu'il y aille. Aber Jesus ist gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, damit sie in den Himmel kommen. Mais Jésus est venu pour chercher, pour sauver des hommes et des femmes afin qu'ils soient au ciel. Amen. Amen. Und deswegen verkündigen wir das Evangelium. Et c'est pourquoi, eh bien, nous annonçons l'Évangile. Ein Leben ohne Jesus ist wie ein Kreuzworträtsel, das nie zu Ende kommt. Un amour sans Jésus ist wie... Kreuzworträtsel. Oh, liebe Zeit. Wie soll ich das erklären? Bitte? Ein Puzzle. Un amour sans Jésus, c'est comme un puzzle où il manque des pièces. Das nie zu Ende kommt. On n'arrive jamais au bout. So wie Jesus ins Leben tritt, kommen all die Stücke zusammen und alles macht Sinn. Quand Jésus vient dans une vie, toutes les pièces se rassemblent et la vie a un sens. Auch über das Grab hinaus. Et également au-delà de la tombe. Es macht alles Sinn. Tout commence à avoir un sens. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Wir schlagen mal die Apostelgeschichte auf. Nous ouvrons le livre des Actes. Apostelgeschichte, Kapitel 26. Actes des Apôtres 26. Vers 18. Hier spricht der Apostel Paulus von dem Erlebnis, das er mit Jesus hatte. 26, Vers 18. Und sagt ihr, ich lese das so, wie es im 18. Vers steht, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich wenden von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Hier steht, Menschen müssen sich von der Finsternis dem Licht zu wenden. Il est écrit que les hommes doivent passer des ténèbres à la lumière. Wir müssen uns wenden. Nous devons nous tourner, passer. Von der Finsternis zum Licht. Des ténèbres à la lumière. Vom Zweifel zum Glauben. Du doute à la foi. Und von der Macht Satans zu Gott. Et de la puissance de Satan à Dieu. Menschen müssen sich wenden. Les hommes et les femmes doivent se tourner vers. Das Schlüsselwort hier ist wenden. Le mot-clé, c'est se tourner. Und mir ging ein ganz neues Licht auf, als ich einmal ein Gespräch mit einer älteren Dame hatte. Il s'est allumé une lumière en moi lorsque j'avais un dialogue avec une dame âgée. Ich kam von der Plattform runter und da stand sie. Je descendais de l'estrade et voilà qu'elle se trouvait là. Sie hatte verweinte Augen. Elle avait des yeux éplorés. Sie sagte zu mir, Herr Pfarrer, ich habe noch nie so eine Predigt gehört. Elle me disait, Monsieur le Pasteur, jamais encore je n'ai entendu une telle prédication. Sagt sie, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Elle me disait, je dois absolument vous parler. Ich sag, bitte schön. Je lui dis, allez-y. Sie sagt, ich habe ein miserables Leben hinter mir. Elle me dit, j'ai une vie misérable derrière moi. So sah sie mir aber auch aus. Et c'est ainsi qu'on la voyait. Wenn Menschen zerbrochen sind, innerlich zerbrochen sind, quand des personnes sont brisées intérieurement, dann hilft nicht mal ein Make-up mehr. Dann hilft kein Make-up. Ah, alors même le rouge à lèvres n'aide plus. Man sieht es ihnen an und ich sah es ihr an. On le voit lorsqu'on les regarde et je le voyais lorsque je la regardais. Sie sagt, ich habe noch nie so eine Predigt gehört. Et elle me dit, je n'ai encore jamais entendu une telle prédication. Sie sagt, ich möchte Ihnen etwas erzählen aus meinem Leben. Elle me dit, je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Sie sagte, ich wurde Eltern geboren, die mich nicht liebten. Je suis né d'une famille dont les parents ne m'aimaient pas. Ich hatte eine fürchterliche Kindheit. J'ai eu une enfance horrible. Dann flüchtete ich in eine frühe Liebe. C'est ainsi que j'ai fui dans un amour précoce. Sie sagte, ich heiratete sehr früh. Je me suis marié très tôt. Hatte zwei Töchter. J'ai eu deux filles. Am Tag, als meine zweite Tochter geboren wurde, verließ mich mein Mann für eine andere Frau. Le jour de la naissance de ma deuxième fille, mon mari m'abandonnait pour une autre femme.
Sie sagte, als meine Töchter aufwuchsen, wandten sie sich gegen mich. Lorsque mes filles grandirent, elles se tournèrent contre moi. Sie sagt, jetzt bin ich alt. Maintenant je suis âgé, disait-elle. Und ich bin krank von Kopf bis Fuß. Et je suis malade de la tête aux pieds. Sie sagt, ich war beim Arzt und der Arzt hat mir gesagt, beste Frau, Ihnen fehlt gar nichts, Sie haben alles. J'étais voir le médecin m'a répondu, chère madame, il vous manque rien, vous avez tout, ce dont vous avez besoin. Sie sagte zu mir, jedes Mal, wenn ich einen Schritt tue, setze ich meinen Fuß in Dunkelheit. Elle me dit, chaque fois que je fais un pas, je mets mon pied dans mon ombre. Und sie weinte bitterlich. Et elle pleurait amèrement. Ich bin nicht schnell mit Antworten. Je ne réponds pas rapidement. Ich kann schnell Antworten geben. Je peux apporter des réponses rapides. Aber ich betete in meinem Herzen. Je priais dans mon cœur. Sagte, Herr, was soll ich dieser Frau sagen? Je disais, Seigneur, mais que dois-je dire à cette femme? Da sprach der Geist Gottes zu mir. Et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Ich sagte, beste Frau, ich weiß ganz genau, was bei Ihnen nicht stimmt. Je lui dis, madame, je sais exactement ce qui ne va pas chez vous. So sagt sie. Et elle me dit, ah bon? Ich sag ja, hundertprozentig genau. Oui, à 100% je suis sûr. Sie sagt, was ist das? Et elle me dit, mais de quoi s'agit-il? Ich sag, haben Sie mir nicht eben gesagt, jedes Mal, wenn Sie einen Fuß setzen, treten Sie in Dunkelheit hinein? Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que chaque fois que vous faisiez un pas dans l'ombre? Ja, sagt sie, das stimmt. Elle me dit, oui, c'est exact. Ich sag, ich hab die Diagnose, ich hab die Analyse und ich hab die Medizin. Je lui répondis, j'ai fait le diagnostic, j'ai fait l'analyse et j'ai le médicament pour vous. Ich habe gesagt, beste Frau, wenn Sie mit dem Rücken zur Sonne stehen, dann werfen Sie einen Schatten voraus. Je lui ai dit, chère madame, lorsque vous tournez votre dos au soleil, vous projetez une ombre. Und jedes Mal, wenn Sie einen Fuß setzen, treten Sie ihr in Ihren eigenen Schatten. Et chaque fois que vous mettez un pied de l'avant, vous marchez dans votre propre ombre. Und ein Schatten ist Finsternis, ist Dunkelheit. Et une ombre, c'est les ténèbres, c'est sombre, c'est noir. Sie gehen in die falsche Richtung. Vous dirigez dans la mauvaise direction. Denn das Licht scheint von hinten. Parce que la lumière est en train de briller derrière vous. Aus diesem Grund sagt Gott in seinem Wort, ich hab's gerade gelesen. Et c'est sur cette base-là que Dieu dit dans sa parole. Er sagt, wendet euch. Tournez-vous. Wendet euch. Tournez-vous. Von der Finsternis zum Licht. Des ténèbres à la lumière. Ich sagte, beste Frau. Je lui dis, chère madame. Wenn Sie Ihre Position wechseln, dann wechselt Gott Ihre Situation. Si vous changez de position, Dieu changera votre situation. Wir müssen uns wenden. Nous devons nous tourner. Von der Finsternis. Des ténèbres. Von der Dunkelheit. De ce qui est sombre. Von der Traurigkeit. De la tristesse. Dem geplagt sein. De tout ce qui nous tourmente. Von allen notorischen Zwängen. De tout ce qui nous oppresse. Und von allen üblen Gewohnheiten. Et de toutes les habitudes mauvaises. Von allen Perversionen. De toutes les perversions. Von aller Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit. De tout ce qui n'est pas juste. Gott sagt. Dieu dit, wende dich zu mir. Tourne-toi vers moi. Wende dich. Tourne-toi. Dreh dich um. Tourne-toi. Von der Finsternis weg. Des ténèbres. Zum Licht hin. Vers la lumière. Halleluja. Halleluja. Das ist das Evangelium in Kurzform. Ça, c'est l'évangile en résumé. In Kurzform. En concentré. Wie komme ich aus meinem alten Leben heraus? Comment puis-je sortir de ma vie ancienne? Wie komme ich in ein Verhältnis mit Jesus Christus? Dans une nouvelle relation avec Jésus. Wie komme ich aus meiner Schwermut heraus in und habe ein freudiges Herz? Comment puis-je passer de l'oppression?
Wie werde un cœur heureux. Wie werde ich meine Sünden los? Comment puis-je être libéré de mes péchés? Wende dich. Tourne-toi. Wende dich zu Jesus. Tourne-toi vers Jésus. Eine meiner ersten Erinnerungen war, als ich ungefähr 4-5 Jahre alt war. Un de mes premiers souvenirs quand j'avais 4-5 ans. Da entdeckte ich meinen Schatten. J'ai découvert mon ombre. Und ich habe dann versucht, von meinem Schatten wegzulaufen. Et j'essayais de fuir mon ombre. Und deswegen kann ich hier mit Autorität sagen. C'est pourquoi avec autorité je peux dire. Man kann vor seinem Schatten nicht weglaufen. On ne peut pas fuir son ombre. Wenn du schnell läufst, läuft er schnell. Si tu vas vite, l'ombre te suivra rapidement. Wenn du stehen bleibst, läuft er nicht weiter, er bleibt auch stehen. Si tu t'arrêtes, l'ombre s'arrêtera également. Du kannst nicht von deinem Schatten weglaufen. Tu ne peux pas t'éloigner de ton ombre. Aber mais du kannst dich von ihm abwenden. Tu peux t'en détourner. Und wenn man sich wendet, wie Gottes Wort es sagt, von der Finsternis zum Licht. Si l'on se détourne des ténèbres à la lumière. Wenn ich meine Position verändere. Si je change ma position. Verändert das Licht. Alors la lumière change. Meine Situation. Ma situation. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Er ist das Licht des Lebens. Il est la lumière de la vie. Er vertreibt alle Schatten und alle Finsternis. Il fait fuir tous les ténèbres. Und wenn man sich ihm zuwendet, et si l'on se tourne vers lui, stellt man fest, von einem Augenblick zum anderen. Alors tout d'un coup l'on se rend compte d'un moment à l'autre. Oh, ich trete ja nicht mehr in die Dunkelheit hinein. Je ne marche plus dans les ténèbres. Denn parce que mein Schatten ist nicht mehr vor mir, ist hinter mir. N'est plus devant moi, mais derrière moi. Weiche hinter mich, Satan. Fuis loin de moi, Satan. Ist Gott für uns, ist Gott vor uns, wer mag wider uns sein? Si Dieu est avec nous et devant nous, qui sera contre nous? Gelobt sei der Name des que Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus rettet. Jésus sauve. Aber wir müssen uns wenden. Mais nous devons nous tourner. Von der Finsternis zum Licht. Ténèbres à la lumière. Von der Finsternis zum Licht. Wir retten uns nicht selber. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nein, nein. Non, non, non. Wir verändern nur unsere Position. Das können nous wir tun. Changeons juste notre position. Und wenn wir uns wenden, das ist ein anderes Wort, das auch Buße heißt. Et si nous nous tournons, il y a encore un autre mot qui signifie repentance. Buße in der Bibel heißt nicht büßen müssen. Repentance ne signifie pas faire. Wir brauchen nicht für unsere Sünden büßen, weil Jesus für sie gebüßt hat. Cela ne signifie pas faire pénitence. Nous n'avons pas besoin de faire pénitence parce que Jésus a fait pénitence pour nous. Buße heißt dies. Repentance signifie sich wenden. Se tourner. Ich wende mich. Je me tourne. Ab von der Finsternis. De ténèbres. Hin zu Jesus. Vers Jésus. Das ist Buße. Ça c'est la repentance. Gelobt sei der Name que le nom des Herrn. Du Seigneur soit béni. Oh Halleluja. Oh Halleluja. Heute Abend werden Menschen aus ihrer Knechtschaft heraus in die Freiheit Jesu Christi kommen. Ce soir des hommes, des femmes sortiront de leur esclavage dans la liberté en Christ. Heute Abend sollst du frei werden von der geheimen Schande. Ce soir, eh bien, tu seras libéré de tout ce qui te fait honte secrètement. Gewaschen werden von dem geheimen Schmutz des Herzens und des Lebens. Lavé de toute cette saleté que tu caches au-dedans de toi par le sang. Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus rettet. Jésus sauve. Für mich ist das größte Beispiel Lukas 15. Pour moi, le plus bel exemple, c'est Luc 15. Als der Sohn aus der Schweinefarm nach Hause kam. Lorsque le fils revint de chez les pourceaux à la maison. Der verlorene Sohn. Le fils perdu. Da heißt es, und der Vater sah ihn von ferne. La Bible nous dit que le père le vit de loin. Und dann lief er ihm entgegen. Et à ce moment-là, le père alla vers lui. Und dann heißt es dort in Lukas 15, und er küsste ihn. Et il est dit dans Luc 15, il l'embrassa. Das griechische Wort da heißt, dass er ständig küsste.
er hat noch gar nicht aufgehört. Ich glaube, er küsst immer noch. Le terme grec signifie qu'il l'embrassait continuellement et je crois qu'il n'a pas encore terminé de l'embrasser. Und da ging mir ein Licht auf. Et à ce moment-là, une lumière s'est ouverte. Wenn du heute Abend zu Jesus kommst. Si tu viens ce soir vers Jésus. Entweder als gebundener Sünder. Que ce soit en tant que pécheur. Oder als ein Christ, der heuchelt. Que ce soit en tant que chrétien mais qui est hypocrite. Der dringend Befreiung und Vergebung braucht von so vielen heimlichen Sünden. Qui a besoin de libération et de pardon pour des péchés cachés. Der Vater wartet. Le Père t'attend. Und höre gut zu. Et écoute bien. Keine Quarantäne. Pas de quarantaine. Keine Probezeit. Pas de temps de probation, d'épreuve. Keine Rehabilitation. Pas de réhabilitation. Er wird seine Arme um dich werfen. Il va mettre ses bras autour de toi. Und er wird dich küssen. Et il va t'embrasser. Und wird sagen, willkommen. Et il va te dire, bienvenue. Mein Sohn war tot und Mon ist jetzt fils lebendig. Était mort et est devenu et est revenu à la vie. Er war verloren und ist gefunden worden. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Wir Menschen machen gerne unsere eigenen Regeln. Nous, êtres humains, nous aimons faire des règles qui nous sont propres. Probezeit ist ganz groß geschrieben. D'abord un temps probatoire. Jesus rettet nie auf Probe. Jésus, eh bien, ne sauve jamais en éprouvant d'abord. Jesus rettet komplett total. Jésus sauve parfaitement et entièrement. Jesus macht frei und zwar komplett. Jésus libère et ceci entièrement. Nicht eine Rehabilitation, sondern eine neue Kreation. Non pas une réhabilitation, mais une nouvelle création. Eine neue Schöpfung mit Jesus Christus. Une nouvelle création avec Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Wir müssen uns wenden. Nous devons nous tourner. Wenden. Tourner. Von der Finsternis. Des ténèbres. Zum Licht. À la lumière. Gott ist für uns. Dieu est pour nous. Jeden Tag trete ich ins Licht. Chaque jour, je fais un pas dans la lumière. Was für ein herrliches Leben. Quelle merveilleuse vie. Das Leben mit Jesus. La vie avec Jésus. Wer mit mir übereinstimmt, darf mal Amen rufen. Celui qui est d'accord avec moi peut dire et crier Amen. Ein wunderbares Leben mit Jesus. Une vie merveilleuse avec Jésus. Es ist ein Leben im Licht und in der Freiheit. Vie dans la lumière et dans la liberté. Gelobt sei der Name des que Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Aber wir wenden uns nicht nur mais nous ne nous tournons pas seulement von der Finsternis zum Licht. Des ténèbres à la lumière. Wir wenden uns auch nous nous tournons vom Unglauben zum Glauben. Également du doute vers la foi. Amen. Vom Unglauben zum Glauben. Doute vers la foi. Warum? Pourquoi? Weil der Unglaube auch Finsternis ist. Pourquoi? Parce que le doute, c'est aussi les ténèbres. Dicke Dunkelheit. Ce sont des ténèbres épaisses. Dunkel. Sombre, noir. Nacht. Nuit. Einsamkeit. 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 Alleinsein. Solitude, pardon. Halleluja. Amen. Amen. Das verändert sich alles. Tout cela change. Das verändert sich Tout alles. Cela change. Aus dem Unglauben zum Glauben. Du doute à la foi. Halleluja. Halleluja. Ich hab's ja mit vielen Leuten zu tun, die dem Unglauben frönen. J'ai affaire à beaucoup de gens qui ont toujours affaire avec le manque de foi, le doute. Wir werden verlacht und verspottet, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus. Souvent l'on se moque de nous parce que nous disons nous croyons en Jésus-Christ. Ich habe das schon öfters erzählt, aber es kommt gerade so. Je l'ai déjà dit souvent, mais ça vient comme ça maintenant dans mon esprit. Das habt ihr schon sicherlich gehört, aber ich traf einen jungen Mann. Vous l'avez certainement déjà entendu, mais j'ai rencontré un jeune homme. Der wies auf meine Bibel. Il regardait ma Bible. Sagte zu mir. Et me dit. Ich mag ihr Buch nicht. J'aime pas votre livre. Ich mag's nicht. J'aime pas votre ich sag, warum nicht? Pourquoi, lui dis-je? Er sagt, das Buch ist 2000 Jahre alt. Ce livre est vieux de 2000 ans. Und ich bin 17. Et j'ai 17 ans.
sagt er, ich mache doch nicht hier so bei einem, ich mag mein Leben nicht nach den Regeln eines so uralten, altmodischen Buches leben. Je n'ai pas envie de conduire ma vie selon un vieux bouquin. Er sagt, ich bin jung, ich will modern sein. Il a dit, je suis jeune et je veux être moderne. Die Bibel ist zu alt. La Bible est trop vieille. Der Geist Gottes kam über mich in dem Moment. L'Esprit de Dieu vint. Ich sagte, junger Mann, je lui dis, jeune homme, schau mal hoch. Regarde vers le haut. Die Sonne scheint. Le soleil brille. Ich sagte, die Sonne ist noch viel älter als 2000 Jahre. Le soleil est beaucoup plus vieux que 2000 ans. Ich sagte zu ihm, junger Mann, je lui dis, jeune homme, ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, mir ist kalt, die Sonne ist alt. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai froid, parce que le soleil est vieux. Ich sag, die Sonne ist alt, aber heiß. Je lui ai dit, le soleil est vieux, mais chaud. Und Gottes Wort ist alt, aber es ist die Wahrheit. Et la parole de Dieu est vieille, mais c'est la vérité. Es ist Macht und es ist Vollmacht. Il y a de la puissance. Von Generation zu Generation. De génération en génération. Gottes Wort ist die la Wahrheit. La parole de Dieu est la vérité. Ihr lieben jungen Menschen. Cher jeune qui êtes là. Baut euer Leben auf diesen Felsen auf, dem Wort Gottes, und es wird euch wohl ergehen. Construisez votre vie sur ce rocher qu'est la parole de Dieu, et vous serez heureux. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jésus a dit, ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Halleluja! Halleluja! Lob und Dank. Sei gloire Gott. À Dieu, gloire à Dieu. Jemand anders sagte zu mir, was das Evangelium heißt, gute Nachricht. Que me dites-vous, disait quelqu'un d'autre, Évangile signifie bonne nouvelle. Er sagt, ich nenne Nachrichten, was ich um 1 Uhr in den Fernsehen sehe. Moi j'appelle information ce que je vois à 1 heure. Sie können die Bibel nicht gute Nachricht nennen, höchstens gute Geschichte. Vous ne pouvez pas appeler la parole de Dieu bonne information, simplement vieille histoire. Ja, Geschichte ist es auch. Oui, de l'histoire, il y en a aussi. Aber das Evangelium, ich will euch sagen, warum das Evangelium Nachricht ist. Mais je vais vous dire pourquoi. L'Évangile, c'est de l'information. Jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, geschieht es. Chaque fois que l'Évangile est annoncé, il s'accomplit. Menschen wenden sich von der Finsternis zum Licht. Des hommes passent des ténèbres à la lumière. Dann ist es, als ob ihnen ein Plastiksack vom Kopf weggezogen c'est comme si on leur ôtait un sac plastique de la tête. Und sie atmen zum ersten Mal richtig durch. Et ils respirent à fond pour la première fois. Und das Licht erleuchtet sie. Et la lumière les éblouit. Sie sagen, ils disent, ich bin ein neuer Mensch. Je suis un homme nouveau. Ich habe Frieden mit Gott. J'ai la paix avec Dieu. Ich habe Jesus Christus gefunden. J'ai trouvé Jésus. Das ist die gute Nachricht. Ça, c'est la bonne nouvelle. Und die ist aktuell. Et celle-ci est actuelle. Die ist aktuell. Celle-ci est actuelle. Halleluja. 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 Die Bibel muss nicht aktualisiert werden. La Bible n'a pas besoin d'être actualisée. Die Bibel ist uns immer voraus. La Bible, eh bien, est toujours un pas devant nous. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht nur hinter uns, er ist auch vor uns. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas seulement derrière nous, mais il nous précède également. Gottes Wort ist aktuell, brandaktuell. La parole de Dieu est actuelle, brûlante d'actualité. Halleluja. Halleluja. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus wäscht rein von aller Sünde. Jésus nous libère de tout péché. Er macht alles neu. Il fait toutes choses nouvelles. Halleluja. Halleluja. Vom Unglauben zum Glauben. Du doute vers la foi.
Wie wendet man sich vom Unglauben zum Glauben? Comment se tourne-t-on du doute vers la foi? Ich war mal in einer Fernsehsendung. J'étais un jour dans une émission de télévision. Da war ein Herr Professor und ich. Il y avait un monsieur le professeur et moi. Als das rote Licht anging und wir auf Sendung gingen, fing der Professor an. Lorsque la lumière rouge s'alluma et que l'émission commença, le professeur commença. Mir, Herr Bonnke, soweit es mich betrifft, stammen wir Menschen alle vom Erzgorilla ab. Il me dit, Monsieur Bonnke, en ce qui me concerne, nous sommes tous descendants du premier gorille. Als der Professor mir das sagte, habe ich ihn mir mal ganz genau angeguckt. Lorsque le professeur me dit cela, je l'ai bien regardé. Und ich meine, ich habe was gesehen, nicht viel, aber ein bisschen. Et je crois que j'ai vu quelque chose, pas beaucoup, mais quelque chose. Und wenn der Professor hört, dass ich das euch heute Abend hier sage, dann entschuldige ich mich nicht, weil selbst den Unsinn geredet hat. Et si le professeur ce soir m'entend, eh bien je ne m'excuserai pas auprès de lui parce que c'est lui qui a dit cette ânerie. Nein. Non. Wir wurden nicht in das Ebenbild des Gorillas geschaffen. Non, nous n'avons pas été créés à l'image d'un gorille. Wenn wir nicht mehr als nur intelligente Tiere wären, dann wäre für uns keine Erlösung, denn Jesus ist nicht für Affen gestorben. Si nous n'étions pas plus que des bêtes intelligentes, eh bien nous n'aurions pas d'avenir parce que Jésus n'est pas mort pour des singes. Jesus starb für Adam und Eva und für alle ihre Söhne und Töchter. Jesus starb für dich und für mich. Halleluja! Jésus est mort pour Adam et Ève, pour leurs fils et les filles, pour toi et pour moi. Halleluja! Unglaube ist überhaupt nicht modern. Le doute n'est absolument pas moderne. So uralt wie der Teufel. C'est aussi vieux que le diable. Aber Jesus ruft heute Abend. Mais Jésus appelle ce soir. Er hat einen Anspruch auf dein Leben. Il a un appel sur ta vie. Und sagt, ich werde dich retten. Je vais te sauver. Aber du musst eins tun. Mais tu dois faire une chose. Du musst bereit sein, dich zu wenden. Tu dois être prêt à te tourner. Von der Finsternis zum Licht. Des ténèbres à la lumière. Vom Unglauben zum Glauben. Du doute à la foi. Wie wendet man sich vom Unglauben zum Glauben? Comment se tourne-t-on du doute à la foi? Das will ich euch noch sagen. Je veux vous le dire. Man muss diese alten Lippen, die so viel Unfug und Nonsens geredet haben, die muss man einmal zwingen, mit Gottes Wort zu reden. Cette bouche, ces lèvres, cette langue qui a dit tant de non-sens, il faut maintenant l'obliger à parler selon la parole. Das geht ungefähr so. C'est ainsi que cela ich zwinge meine Lippen zu sagen. J'oblige mes lèvres à dire. Herr, ich will dir glauben. Seigneur, je veux te croire. Herr, ich will dir glauben. Seigneur, je veux te croire. Ich drehe mich bereits. Je commence à me tourner. Herr, ich will dir glauben. Seigneur, je veux te croire. Herr, ich will dir glauben. Seigneur, je veux te croire. Ich glaube. Je crois. Ich glaube. Je crois. Ich vertraue dir. Je te fais confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. So wendet man sich von der Finsternis zum Licht. Qu'on se tourne des ténèbres à la lumière. Und vom Unglauben zum Glauben. Du doute à la foi. Alléluia. Alléluia. Ich hörte mal die Geschichte von einem Ehepaar. J'ai un jour entendu l'histoire d'un couple. Er wachte eines Morgens auf. Il s'est réveillé un matin. Der Teufel flüsterte in sein Ohr. Le diable lui a soufflé à l'oreille. Guck dir mal deine Frau an. Regarde voir ta femme. Sie schläft so sanft. Elle dort tellement profondément. Hast du gesehen? As-tu vu? Sie wird jeden Tag deiner Schwiegermutter ähnlicher. Elle ressemble de plus en plus à ta belle-mère. Du liebst deine Frau ja gar nicht. Tu n'aimes plus ta femme. Du liebst sie nicht. Tu ne l'aimes plus. Sie ist 44. Wechsel sie doch mal mit 22 aus. Elle a 40 ans. Échange-la contre 20. Du liebst sie ja gar nicht. Tu ne l'aimes plus. Und drin fängt es zu wachsen an.
Et dans la pensée, ça je se développe. Meine Frau nicht. Guck sie dir mal je n'aime plus ma femme, c'est vrai. Ich liebe meine Frau nicht. Guck sie dir mal an. Je l'aime plus, regarde-la. Und die Ehe zerbricht. Et le couple se brise. Alles geht kaputt. Tout se brise. Eines Morgens liegt im Bett. Un matin, il est couché dans son lit. Da spricht der Heilige Geist zu ihm. L'esprit lui parle. Du liebst ja doch deine Frau. Tu aimes donc ta femme. Sag ihr doch mal, Honey, ich liebe dich. Dis-lui donc une fois, Dominique, je t'aime. Ah, ich probier's mal, denkt er. Ich probier's mal. Ah, se dit-il, je vais essayer. Morgens beugt er sich über seine Honey. Le matin, il se penche sur sa Dominique. Und sagt, Honey, et lui dit, Dominique, ich liebe dich. Je t'aime. Honey schüttelt sich. Dominique se réveille. Sie konnte ihm kein Wort abnehmen. Elle n'arrive pas à lui prendre un mot. Am nächsten Morgen. Le jour suivant. Honey. Dominique. Ich liebe dich. Je t'aime. Er sagt nach 3 Wochen, nachdem er jeden Tag das gesagt hat, hat es seine Honey geglaubt. Il dira, 3 semaines après qu'il eut dit ça à sa Dominique chaque jour, Dominique l'a cru. Und er sagt, nach 5 Wochen, après 5 semaines, hat er selbst auch geglaubt. Il l'a cru lui-même. Warum können wir nicht einmal zu Jesus sagen? Pourquoi ne pourrions-nous pas dire à Jésus? Hey Jesus, ich liebe dich. Seigneur Jésus, je t'aime. Hey Jesus, ich vertraue dir. Seigneur, je te fais confiance. Hey Jesus, ich will für dich leben. Seigneur, je veux vivre pour toi. Hey Jesus, ich will dein sein. Seigneur, je veux être ton für enfant. Für Zeit und für Ewigkeit. Maintenant et pour l'éternité. So wenden wir uns vom Unglauben zum Glauben. C'est ainsi que nous nous tournons des ténèbres à la lumière, du doute à la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Und von der Macht der Finsternis. Des ténèbres. Oh, von der Macht Satans zu Gott. De la puissance de Satan à Dieu. Von der Macht Satans zu Gott. De la puissance de Satan à Dieu. Von der Macht Satans zu Gott. De la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Alléluia. Heute Abend werden Menschen von der Macht Satans befreit. Ce soir, des hommes et des femmes seront libérés de la puissance Jesus de Satan. Zerbricht alle Ketten. Jésus brise toute chaîne. Er nimmt alle Unreinheit. Il enlève toute impureté. Er nimmt alle Unreinheit. Toute impureté. Er zerbricht alle Ketten. Il brise toutes les chaînes. Ich muss euch das noch schnell noch erzählen. Je voudrais encore vous raconter courtement. Darf ich das? Darf ich das? Est-ce que je le peux? Ich war in der Demokratischen Republik Kongo. J'étais dans la République démocratique du Congo. Hatte dort eine Evangelisation. Je tenais là-bas une évangélisation. Dann kamen einige meiner Teamgeschwister und sagten, da drüben ist ein Gefängnis. Plusieurs membres de mon team sont venus et dire là-bas il y a une prison. So was hast du noch nicht gesehen. Geh mal dahin und predige. Une prison comme celle-là, tu n'en as pas encore vu. Va là-bas et prêche. Ich gehe hin, ich dachte, ich war in einem mittelalterlichen Gefängnis. J'ai été là-bas et j'ai eu le sentiment d'être dans une prison moyenâgeuse. Ich würde sagen, 2/3 der Männer in dem Gefängnis waren zum Tode verurteilt. Je dirais que 2/3 de ces hommes étaient condamnés à mort. Sie hatten dicke, also ich glaube, so dicke Ketten an ihre Gelenke geschweißt bekommen und an ihre Knöchel geschweißt bekommen. Ils avaient de grosses chaînes fixées à leurs articulations, aux chevilles. Kein Elefant hätte die zerreißen können. Pas un éléphant n'aurait pu déchirer ces chaînes. Da waren keine Schellen dran, die waren so richtig ans Fleisch geschweißt worden. Ils étaient réellement soudés à la chair. Und da waren die zum Tode verurteilt. Et là se trouvaient les condamnés à mort. Und sangen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Et ils chantaient, c'est la journée que le Seigneur a faite. Sie hatten kein Instrument. Ils n'avaient pas d'instrument. Und haben ihre Ketten im Rhythmus immer. Mais ils battaient les chaînes dans le rythme. Geklimpert. Oder wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Vous savez ce que je crois.
Für mich war das fürchterlich. C'était terrible pour moi. Es war wie ein Röcheln des Todes. C'était comme le bruit de la mort. Ich habe mich ganz hinten hingesetzt. Je me suis mis au fond. Und einmal spricht der Heilige Geist zu mir. Et soudain l'esprit m'a parlé. Er sagt zu mir, il me dit, geh zu dem Mann da vorne. Va chez cet homme là devant. Der mit den dicksten Ketten. Celui qui a les chaînes les plus épaisses. Und sag ihm, dis-lui, so spricht der Herr. Ainsi parle le Seigneur. Der Herr wird dich aus diesem Gefängnis herausführen. Le Seigneur te sortira de cette prison. Und du sollst ein Verkündiger des Evangeliums werden. Et tu dois devenir un prédicateur de l'Évangile. Ich kriegte so einen Schrecken. J'ai eu peur, je me suis effrayé. Ich dachte, oh Herr, bist du sicher? Je dis, Seigneur, t'es vraiment sûr? Was für ein schwerer Auftrag. Quelle lourde mission. Der Herr sagte, ich bin sicher. Le Seigneur me dit, je suis sûr. Der da vorne, der. Celui là-bas, devant. Oh, okay, ich sag, ich hab's gecheckt. Il dit, ok, j'ai compris. Ich gehe zu ihm hin. Je suis allé vers lui. Ich spreche mit ihm durch einen Übersetzer. J'ai parlé avec lui au travers d'un interprète. Ich sag zu ihm, wie heißt du? Je lui dis, comment t'appelles-tu? Er sagt, Richard. Il me dit, Richard. Und dann fing ich zu Weissagen an. Et là, je commence à prophétiser. Richard, so spricht der Herr. Richard, ainsi parle le Seigneur. Du wirst nicht hingerichtet werden. Tu ne vas pas être jugé. Du wirst dieses Gefängnis verlassen. Tu vas délaisser cette prison. Und du wirst ein Mann Gottes werden. Et tu vas devenir un homme de Dieu. Der das Evangelium verkündigt. Qui annoncera l'Évangile. Richard schüttelt mit dem Kopf. Richard secoue la tête. Er sagt zu mir, Pastor, du weißt nicht, was hier los ist. Il me dit, Pasteur, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette prison. Einmal im Monat kommt der Henker aus Kinshasa. Une fois par mois, le bourreau vient de Kinshasa. Kannst du den Baum da drüben sehen, da außerhalb des Tores? Vois-tu l'arbre qui est là-bas, au-delà du portail? Wir werden da alle aufgereiht an dem Baum. Nous sommes alignés devant cet arbre. Dann wirft der Henker ein Seil über einen Ast. Le bourreau lance à ce moment-là une corde au travers d'une branche. Legt die Schlinge um den ersten Hals und zieht den Mann hoch. Met la corde autour du cou du premier et tire la corde. Eine öffentliche Hinrichtung. C'est une mort, une exécution publique. Dann kommt der nächste, wenn er tot ist. Et le prochain dann kommt arrive. Der nächste. Et le suivant. Dann kommt der nächste. Et le suivant. Dann kommt der nächste. Et le suivant. Er sagt, ich stand schon dreimal in dieser Reihe. Il me dit, j'étais déjà trois fois dans cette rangée. Er sagt, jedes Mal, wenn die Schlinge um meinen Hals sollte, dann sagte der Henker, puch, ich bin heute müde. Chaque fois que l'on devait me mettre la corde, le bourreau disait, oh, je vais m'arrêter, je suis fatigué. Ich komme nächsten Monat wieder. Je reviendrai le mois prochain. Dreimal. Trois fois déjà. Er sagt, ich glaube, er kommt nächste Woche wieder. Il me dit, je crois qu'il revient la semaine prochaine. Ich sag, hör mal, Richard, ich sag ja gar nicht, was ich denke. Was ich gesagt habe, sagt der Herr, und er sagt, so spricht der Herr. Je lui dis, Richard, écoute, je ne t'ai pas dit ce que j'ai pensé, je t'ai dit ce que Dieu a dit, et lui a parlé dans ces termes, ainsi parle le Seigneur. Ich ging weg nach dem Wochenende. Je suis parti après le week-end. Aus dem Gefängnis raus. Je suis sorti, bien sûr, de la prison. Und betete für Richard, 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 je Richard. Je priais pour Richard, Richard, Richard. Was sagt der Geist Gottes zu mir? Et soudain, l'Esprit de Dieu me dit, geh zum Gouverneur hier. Va chez le gouverneur. Ich gehe zum Gouverneur. Je vais chez le gouverneur. Er war nicht da. Le gouverneur n'était pas là. Nur seine Frau. Sa femme uniquement. Ich sagte, Madame, ich bin ein Diener Gottes. Je lui ai dit, Madame, je suis un serviteur de Dieu. Ich komme und bitte um das Leben von Richard. Ich gab den vollen Namen. Je viens implorer pour la vie de Richard. Ich sag, Gott hat zu mir gesprochen. Dieu m'a parlé. Der Mann muss freigelassen werden. Cet homme doit être libéré. Und er wird ein Diener Gottes werden. Et il deviendra un serviteur de Dieu. Sie lächelte. Elle riait. Sie sagte, wenn Sie bereit sind, für die Schulbildung unserer Kinder in Amerika zu bezahlen, dann würden wir das eventuell in Betracht ziehen. Elle souriait en disant, si vous êtes prêt à payer les études de nos enfants aux États-Unis,
peut-être que nous serions prêts à faire quelque chose. Ich sagte, Madame, ich bin ein Missionar, ich habe kein Geld. Je lui ai dit, Madame, je suis un missionnaire, je n'ai pas d'argent. Ich kann nicht für die Kinder bezahlen. Je peux pas payer pour vos enfants. Ich sag, ich bin gekommen, um ihnen zu sagen, was Gott zu mir gesprochen hat. Je suis venu pour vous dire ce que Dieu m'a dit de dire. Sein Name ist Richard. Son nom c'est Richard. Jedenfalls mein Besuch endete mit einer sauren Note. Ma visite, eh bien, s'est terminée de mauvaise manière. Und der Teufel sagte mir, nächste Woche ist der Richard der Erste. In der Reihe. Et le diable me disait, la semaine prochaine, Richard sera le premier de la rangée. Ich ging flog zurück nach Deutschland. Je suis retourné en Allemagne. Da klingelt das Telefon. Le téléphone sonne. Jemand sagt, quelqu'un dit, Richard ist freigelassen worden. Richard a été libéré. Richard ist freigelassen worden. Richard a été libéré. Ich habe gesagt, für seine Bildung bezahle ich zahle ihm seine Bibelschule. J'ai dit, je lui payerai, eh bien, son école biblique. Halleluja. Halleluja. Er ging nach Kenia in die Bibelschule. Il est allé au Kenya à l'école biblique. Ich glaube, 4 Jahre. 4 ans. Und als ich vor kurzem in Kinshasa war. Et alors que récemment j'étais à Kinshasa. Ich hatte gerade zu 350.000 Menschen gepredigt. J'avais 370.000 personnes. Da kommt der Steven Mutua zu mir, unser Direktor. Steve Mutua, notre directeur, und sagte zu mir, wenn du runterkommst von der Plattform, habe ich eine Überraschung für dich. Et il me dit, lorsque tu descendras de l'estrade, j'ai une surprise pour toi. Ich komme runter. Je descends. Da läuft ein Mann auf mich zu. Un homme vient sur moi. Schicker Anzug. Beau. Schicker Anzug. Bien habillé. Schicke Krawatte. Une cravate. Dicke Bibel unter dem Arm. Très belle. Grosse Bible sur le bras. Läuft auf mich zu. Viens sur moi. Ich erkenne ihn gerade noch. Je le reconnais. Richard. Richard. Fällt zu meinen Füßen. Tombe à mes pieds. Umklammert meine Beine. Prend mes jambes. Und weint wie ein kleines Kind. Et pleure comme un enfant. Ich hob ihn hoch. Je l'ai pris dans mes bras. Wir weinten zusammen. Nous pleurions ensemble. Aber Jesus hat alles wohl gemacht. Jésus a fait tout à merveille. Jesus hat alles wohl. Jésus a tout rétabli. Ich erzähle das. Je raconte cela. Ich erzähle das. Je dis cela. Weil ich weiß, heute Abend wird jede Kette zerrissen werden. Parce que je sais que chaque chaîne sera brisée ce soir. Sünde, geheime Sünde. Les péchés cachés. Pornographie. Alles, was dazugehört. Tout ce qui, eh bien, s'additionne à Jesus cela. Macht frei. Jésus libère. Wenn du deine Position änderst, si tu changes ta verändert position, er heute deine Situation. Lui changera ta situation. Du wirst von der Dunkelheit zum Licht des kommen. Ténèbres, tu passeras la lumière. Vom Unglauben zum Glauben. Du doute à la foi. Und von der Macht Satans et zu de la Gott. Puissance de Satan à Dieu. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Wir neigen unsere Häupter zum Gebet. Nous courbons nos fronts dans la prière. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Seigneur Jésus, je te loue de ce que tu es ich ici. Ich danke dir, dass du rettest. Je te loue de ce que tu sauves. Ich danke dir, dass du frei machst. Je te loue de ce que tu libères. Niemand muss bleiben, wo und wie er ist. Personne ne doit rester là où il est et comme il est. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Tu as dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Dies ist die Garantie, dass du dich ganz persönlich einen jeden Menschen kümmerst. C'est la garantie que tu t'occupes de chacun d'entre nous individuellement. Ich danke dir, Herr, dass du alle Ketten zerreißt. Je te remercie de ce que tu brises toutes les chaînes. Auch die Ketten im Kopf. Également les chaînes dans les pensées, dans la tête. Jesus bricht jede Kette. Jésus brise toutes les chaînes. Und ich danke dir, dass dein herrliches Licht einen jeden durchfluten wird, der jetzt sich zu dir wendet. Je te remercie de ce que ta lumière éclaire tous ceux qui se tournent vers toi. Du wunderbarer Retter. Merveilleux Sauveur. Du wunderbarer Sohn Gottes. Merveilleux Fils de Dieu. Herr Jesus Christus. Seigneur Jésus. Während alle Häupter geneigt sind, alors que nos fronts sont courbés, möchte ich fragen, wer ist hier heute Abend? Je voudrais poser la question, qui est là ce soir? Der sich wenden möchte. Qui veut se tourner? Abwenden. Qui veut se détourner? Von der Sünde. Du péché. Hinwenden. Pour se tourner. Zu Jesus. Vers Jésus.
Vielleicht sind solche hier, die Jesus noch nie erlebt haben. Peut-être que certaines personnes sont là et n'ont encore jamais expérimenté. Andere sind hier, die bereits eine Entscheidung getroffen haben, aber nicht loskommen von den Ketten, die sie binden. D'autres sont peut-être là et ont pris une décision, mais n'arrivent pas à être libres de leurs chaînes. Jesus ruft. Jésus appelle. Und er wird jetzt die Ketten zerreißen. Et c'est maintenant qu'il va briser les chaînes. Süchte brechen. C'est maintenant qu'il va briser les jougs. Auch Drogensucht. Il va te libérer de la drogue. Alle Süchte. De tout lien. Alle Perversionen. De toute perversion. Jesus macht alles neu. Jésus fait toute chose nouvelle. Wer frei werden möchte heute Abend, heb mal deine Hand, damit ich es sehen kann. Que celui qui veut être libre, lève sa main, lève sa main, lève sa main. Komm, wir stehen auf, wir stehen auf. Levons-nous ensemble. Alle die möchten, dass Jesus sie rettet und frei macht. Que tous ceux qui veulent que Jésus les sauve et les libère. Kommt schnell nach vorne, ich werde hier mit euch beten. Approchez-vous. Jesus wartet auf euch. Rapidement ici, Jésus vous attend. Kommt in Jesu Namen. Venez dans le nom de Jésus. Während wir singen, ich komme wie ich bin. Alors que nous chantons, je viens tel que du je suis. Du starbst für mich, drum komme ich. Tu es mort pour moi, c'est pourquoi je viens. Ich komme wie ich bin. Je viens tel que je suis. Ich komme. Zum Nutzen derer, die noch nicht gekommen sind. Kommen Sie nach vorne, wir freuen uns, der Himmel freut sich. Kommen Sie. Du nimmst mich, wie ich bin. Allen, die sie hier nach vorne gekommen sind, sagen: J'aimerais dire à tous ceux qui se sont approchés. Herzlichen Glückwunsch.
Soyez bénis. Sie kommen hier nicht zu einem Menschen, Sie sind zu Jesus gekommen. Vous n'êtes pas venu vers un homme, vers Jésus. Und Jesus liebt Sie. Et Jésus vous aime. Er stößt Sie nicht von sich. Il ne vous pousse pas loin de lui. Er hat ja so lange auf Sie gewartet. Cela fait tant de temps qu'il vous attend. Und dieser Augenblick et cet instant ist der Augenblick seiner ewigen Umarmung. C'est l'instant de son éternel enlacement. Er wird sie nie wieder loslassen. Il ne vous laissera jamais plus. Er wird ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben. Il vous pardonnera vos fautes et vos péchés. Und er wird jede Kette zerreißen. Et il brisera toute chaîne. Kein Teufel kann da widerstehen. Aucun démon ne peut résister. Kein Teufel. Aucun démon. Denn Gott ist Gott. Car Dieu est Dieu. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Und Jesus rettet. Et Jésus sauve. Was müssen wir tun? Que devons-nous faire? Um gerettet und befreit zu werden. Afin d'être sauvé et libéré. Gottes Wort sagt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. La parole dit que celui qui invoque le nom du Seigneur doit être sauvé. Das wollen wir jetzt im Gebet und im Glauben tun. C'est ce que nous allons faire dans la prière et par la foi. Und in dem Augenblick et en cet instant wird Jesus seinen Arm um sie legen. Jésus mettra son bras autour de vous. Und wird alle Ketten zerreißen. Il brisera toute chaîne. Und sie zu seinem Kind machen. Afin de faire de vous son enfant. Unwiderruflich. Ce sera sans appel. Für Zeit und Ewigkeit. Pour l'éternité, pour toujours. So ist mir das ergangen. C'est ce qui m'est arrivé. Vor vielen, vielen Jahren stand ich da, wo Sie jetzt stehen. Il y a de longues années, j'étais debout comme vous maintenant. Auch ich bin einer, den die Gnade fand. Et moi aussi, je suis un de ceux que la grâce a touché. Und heute sind Sie zu Jesus gekommen. Aujourd'hui, vous êtes venu à Jésus. Der Sie ganz herzlich aufnimmt. Qui vous reçoit avec amour. Wir wollen jetzt gemeinsam den Namen des Herrn Jesus anrufen. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur ensemble. In dem Augenblick wird die Kraft Gottes kommen. Et en cet instant, la puissance de Dieu viendra. Der Heilige viendra. Geist wird wirksam. Le Saint-Esprit agit. Sie wenden sich ab. Vous vous détournez. Von der Finsternis. Des ténèbres. Vom Unglauben. Du doute. Von der Macht Satans. De la puissance de Satan. Hin zu Jesus Christus. Vers Jésus. Seinem Licht. Vers sa lumière. Seiner Freiheit. Vers sa liberté. Und seiner Macht. Et vers sa puissance. Ich bitte Sie, dieses Gebet von Herzen nachzusprechen. Satz für Satz. J'aimerais vous demander de répéter cette prière. Zuerst in Deutsch. D'abord en allemand. Amen. Aber von ganzem Herzen bitte, denn jetzt schaut Gott nicht auf die Lippen, er schaut aufs Herz. De tout votre cœur faites cette prière, parce que Dieu ne regarde pas sur vos lèvres maintenant, mais sur votre cœur. Er sucht keine schönen geistigen Gebete, er sucht den Schrei ihres Herzens. Il ne cherche pas une prière très spirituelle, il cherche le cri du cœur. Wie ein Ertrinkender, wenn er um Hilfe ruft. Comme un homme qui est en train de se noyer lorsqu'il crie au secours. Das ist der Schrei, der zu dem Throne Gottes drängt. Ça c'est le cri qui monte vers le trône. Schließen Sie bitte Ihre Augen. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Heben Sie Ihre Hände. Levez vos bras. Ich möchte, dass alle dieses Gebet nachsprechen. J'aimerais que tous ensemble vous répétiez cette prière. Egal wo Sie sind, zur Unterstützung derer, die hier nach vorne kommen. Où que vous soyez, pour soutenir ceux qui sont ici à l'avant. Und jetzt beten wir in Deutsch. Et maintenant nous prions en allemand. Sagen Sie bitte, lieber Herr Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Ich komme zu dir, wie ich bin. Mit all meinen Sünden. Mit all meinen Ketten. Und bitte dich, rette du mich jetzt. Ich wende mich von der Finsternis zum Licht. Zu dir, Herr Jesus, wasche mich jetzt mit deinem teuren Blut.
Jesus. Mache alles neu. Lasse ich es, dass du mich jetzt errettet hast. Meine Sünden sind vergeben. Meine Ketten sind zerrissen. Ich bin frei, wirklich frei. Und Wunden. Ich glaube es. Ich empfange es. Ich bekenne es. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Ich möchte noch einmal segnen. Ich möchte auf jeden, der hier nach vorne gekommen ist, einen besonderen Segen legen. Und ich will euch sagen, im Auftrag des Herrn, jeder Fluch ist zerbrochen. Chaque malédiction est brisée. Jede Kette ist zerrissen. Chaque chaîne est brisée. Keine Angst mehr vor irgendwelchen Flüchen. Plus de crainte devant aucune malédiction. Jesus, Jésus, seine Hand auf ihr Leben gelegt. A mis sa main sur vous. Und wird sie nie wieder abziehen. Et ne la retirera jamais. Nie, 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 nie. Jamais, 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 jamais. Er sagt, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Heben Sie Ihre Hände, ich segne Sie. Levez vos mains, je vous bénis. Ich danke dir, Herr Jesus, je te remercie, Seigneur Jésus, dass jeder Fluch zerbrochen ist. De ce que chaque malédiction est brisée. Ich danke dir, Herr Jesus, je te remercie, Seigneur Jésus, dass unreine Geister ausgefahren sind. Que des esprits impurs fuient maintenant. Ich danke dir, Herr Jesus, je te remercie, Seigneur Jésus, dass du durch dein Blut alles rein gemacht hast. De ce qu'au travers de ton sang précieux, tu as purifié. Und jetzt in deinem Namen und in deinem Auftrag. Et maintenant en ton nom et sous ton ordre. Segne ich jeden Mann und jede Frau. Je bénis chaque homme et chaque femme. Ich segne jeden Jungen und jedes Mädchen. Je bénis chaque jeune homme et chaque jeune fille. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Ich segne euch, ich segne euch, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ich segne dich, ich segne dich, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ich segne dich, ich segne dich, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Und Herr, ich danke dir. Et Seigneur, je te remercie. Dass dein Segen auf diesem Leben ruht. De ce que ta bénédiction sur cette base-là. Erfülle sie jetzt mit deinem Heiligen Geist. Eh bien, remplis-les de ton Esprit Saint. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Halleluja. Oh, habt ihr was zum Tanzen? Ich möchte mal tanzen, denn wisst ihr, wenn ein Sünder Buße tut, tanzen die Engel im Himmel. Und was im Himmel erlaubt ist, kann in Karlsruhe nicht verboten sein. Parce qu'il y a repentance, les anges dansent dans le ciel. Ce qui est autorisé au ciel ne peut pas être interdit à Karlsruhe. Thank you.
Pharisäer spotten. Wir freuen uns in Jesus. Laisse les pharisiens, nous nous réjouissons en Jésus. Amen. Amen. Hey. So, es ist ja schon spät, deswegen will ich hier. Bien, le temps est déjà passé. Alle, die ihr nach vorne gekommen seid, ich habe hier ein Büchlein für euch. J'ai un petit livret pour vous. Das heißt für immer im Plus. Für immer im Plus. Du moins au plus. Das habe ich besonders für diese so eine Gelegenheit geschrieben. Et je l'ai écrit particulièrement pour une occasion comme celle-ci. Ich würde gerne, dass ihr das lest. Je souhaiterais que vous le lisiez. Die Seelsorgehelfer sind hier, um euch dieses Büchlein zu geben. Ceux qui sont chargés de la cure d'âme, eh bien, vous les donneront. Wir möchten auch gerne eure Namen und Adresse haben, weil wir für euch namentlich beten wollen. Nous voulons avoir votre adresse afin de pouvoir prier nommément pour vous. Und weil wir Kontakt halten möchten mit Ihnen. Et nous voudrions garder le contact avec vous. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Darf ich all die bitten, die jetzt noch dieses Büchlein in Empfang nehmen möchten, hier auf dieser Seite. Folgen Sie bitte Atto. Nur einige Minuten. Sie werden nichts verpassen. Recevoir, eh bien, ce livret. Suivez Atto Greff, qui est là-bas sur la gauche. Gehen Sie Suivez-le. Bitte nicht zurück auf den Platz. Vous ne manquerez rien. Nous attendons. Kommen Sie vous reviendrez. Auf die linke Seite. Kommen Sie bitte auf die linke Seite. Du côté gauche. Kommen Sie bitte auf die linke Seite. Suivez le côté gauche. Satan hielt mich fest, doch Jesus band mich los. Ich singe Halleluja, Jesus band mich los. Ja, frei. Halleluja, Jesus band mich frei. Jesus band mich frei. Geht Sie bitte hier um die linke Ecke. Noch. Wer von euch freut sich da drüben? Qui se réjouit? Qui se freut ihr euch? Est-ce que vous vous en réjouissez? Halleluja. Halleluja. Mein Herz hüpft in meiner Seele. Mon cœur bat dans mon âme. Mein Herz hüpft. Mon cœur se réjouit dans mon âme. Nichts ist herrlicher, als wenn man sieht, wie Menschen zu Jesus finden. Pour moi, il n'y a rien de plus glorieux que lorsqu'on voit des hommes et des femmes venir vers Jésus. Amen. Amen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wenn Sie es schaffen, nehmen Sie sich bitte Zeit. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Si vous le pouvez, prenez encore un peu de temps. Wer von Ihnen ist krank und braucht Gebet für Heilung? Qui parmi vous est malade et a besoin de la prière pour la guérison? Wer ist krank? Darf ich mal die Hände sehen? Qui est malade? Pourrais-je voir les mains? Und sucht Gebet für Heilung. Ceux qui cherchent la guérison divine. Darf ich Sie nach vorne bitten? Pourrais-je vous demander de vous approcher? Ich mache das mal so, heute Abend. Je vais agir de la manière suivante ce soir. Halleluja. Halleluja. Was für ein wunderbarer Herr. Halleluja, quel Seigneur merveilleux. Halleluja. Quel merveilleux Seigneur. Oh, Herr Jesus, ich danke dir. Oh, Seigneur, je te remercie. Der dir alle deine Sünden vergibt. Toi qui pardonne tous nos péchés. Und heilet alle deine Gebrechen. Et qui guérit toutes tes maladies. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Lui qui arrache ta vie de la mort. Und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Der deinen Mund fröhlich macht. Lui qui te rend heureux. Und du wieder jung wirst wie ein Adler. Et qui te permet de rajeunir comme l'aigle. Jesus heilt. Jésus guérit. Nicht irgendwann mal im tausendjährigen Reich. Non pas dans des années. Mir sagte mal jemand, Jesus wird die Kranken im tausendjährigen Reich heilen. Ich sag, Moment mal, im tausendjährigen Reich ist doch gar keiner mehr krank. Quelqu'un me disait, Jésus guérira les malades dans le millénium. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans le millénium, il n'y aura plus de malades. Nein, nein, Jesus heilt nicht im tausendjährigen Reich.
Er heilte vor 2000 Jahren und er heilt heute. Non, Jésus ne guérit pas seulement dans le millénium, il a guéri il y a 2000 ans, il guérit aujourd'hui. Die Bibel wurde nicht geschrieben, um uns zu sagen, was Gott tun kann, sondern was Gott tun will. La Bible ne nous dit pas, ne nous a pas été donnée pour que nous sachions ce que Dieu voudrait, mais ce que Dieu veut. Und er sagt, auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund. Et il dit sur les malades, ils imposeront les mains. Ich werde jetzt beten. Je vais prier. Und werde dem Geist der Schwachheit gebieten. Et je ordonnerai à l'esprit de faiblesse de quitter. So wie Jesus selber es getan hat. Comme Jésus lui-même le faisait. Und der Geist der Schwachheit wird weichen. Et l'esprit de maladie und de Kraft faiblesse und Stärke wird in den Körper kommen. Et la puissance viendra et la force viendra dans le corps. Ob es physisch oder psychisch ist, spielt keine Rolle. Que ce soit physique ou psychique, ça n'a pas Jesus de berührt rôle. Ihre ganze Persönlichkeit. Jésus touche toute votre personne. Er weiß, wo der Schuh drückt. Il sait où est le point. Er weiß, wo die Not ist. Il sait où se trouve la souffrance et la détresse. Und wenn hier jemand sein sollte, dem die Diagnose gestellt würde, worden ist, le diagnostic a été donné, noch 3 Monate zu leben, encore 3 mois à vivre, Jesus gibt eine neue Diagnose. Jésus te donne ce soir une autre diagnostic. Er sagt, du sollst nicht sterben, du sollst leben und meine Werke verkündigen. Il te dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu annonceras. Halleluja. La bonne nouvelle. Wir werden das so machen. Nous ferons cela comme ça. Wir werden das so machen. Nous agirons de la manière suivante. Ich werde hier oben beten für die Kranken. Je vais prier ici pour les malades. Und meine Kollegen hier auf der Plattform werden runtergehen. Et mes collègues sur la plateforme descendront und werden einzelnen die Hände auflegen. Et imposeront les mains individuellement. Jesus wird jetzt heilen. Jésus guérit maintenant. Er wird blinde Augen heilen. Il va guérir des yeux aveugles. Er wird taube Ohren öffnen. Il va ouvrir des oreilles sourdes. Er wird stumme Münder reden lassen. Il va faire parler des muets. Er heilt von Rheuma und Arthrose. Il guérit des rhumatismes et de l'arthrose. Von Gicht und von Glaukoma. Von de glaucome. Jesus heilt. Jésus guérit. Er heilt. Il guérit. Von den Folgen eines Schlaganfalls. De tout ce qui a pu vous toucher. Er heilt von Krebs. Du cancer. Er heilt von Leukämie. De la leucémie. Jesus heilt. Jésus guérit. Und er heilt auch gerade heute Abend hier von allen möglichen Allergien. Et il guérit également ici toutes les allergies possibles et impossibles. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Er heilt von Allergien. Il guérit de toute forme d'allergie. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Glauben wir das? Le croyons-nous? Wer das glaubt, darf man seine Hand emporheben. Que celui qui le croit lève sa main. Unsere Augen wollen wir schließen. Nous voulons fermer nos yeux. Und für 1 oder 2 Minuten wollen wir unsere Stimmen erheben. Et nous voulons élever pendant 2-3 minutes nos voix. Und den Herrn anbeten. Et nous voulons prier le Und Seigneur. Ihm danken. Et nous voulons le louer, le remercier. Dass er sich jetzt herabneigt und die Kranken heilt. De ce qu'il s'abaisse vers nous pour guérir les malades. Kommt, wir öffnen unseren Mund, wir lassen unsere Stimme zu Gott emporsteigen. Élevons nos voix ensemble. Kommt, Korashi palalala basson, alalama robobokosia. Verrepeka sarala poriam talala pakasi kolotom. Shilele begurra papasi. Lika rumandia babasinka nabaria badibivishela barrobe. Kurra bokoshi lalala pasi amtia lalala bakosso. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Im Namen Jesus Christus. Dans le nom de Jésus-Christ. Gebiete ich jedem Geist der Schwachheit zu weichen. J'ordonne à tout esprit de faiblesse de quitter. Ich befehle jedem Geist der Krankheit zu weichen in Jesu Namen. J'ordonne à tout esprit de maladie de quitter. Sei gesund in Jesu Namen. Soyez guéris.
dans le nom de Jésus. Blinde Augen, öffnet euch in Jesu Namen. Que les yeux aveugles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Taube Ohren, öffnet euch in Jesu Namen. Oreilles sourdes, ouvrez-vous dans le nom de Jésus. Stumme Münder, sprecht in Jesu Namen. Que les muets parlent maintenant dans le nom de Jésus. Sei geheilt von allen Lähmungen in Jesu Namen. Soyez guéri de toute forme de paralysie dans le nom de Jésus. Jetzt in Jesu Namen. Maintenant dans le nom de Jésus. Deine Gelenke sollen frei bewegbar sein in Jesu Namen. Tes articulations doivent pouvoir être libres maintenant dans le nom de Jésus. Sei geheilt vom Rheumatismus, sei geheilt von Arthrose in Jesu Namen. Sois guéri de tes rhumatismes et de ton arthrose dans le nom de Jésus. Ich komme gegen alle Allergien in Jesu Namen. Empfange deine Heilung in Jesu Namen. Je m'oppose à toute allergie dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Ich komme gegen Krebs in Jesu Namen. Je m'oppose au cancer dans le nom de Jésus. Lungenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, sei gesund in Jesu cancer Namen. Cancer des poumons, de l'estomac, des intestins, soyez libres au nom de Jésus. Brustkrebs, sei gesund in Jesu Namen. Cancer du sein, soyez guéri dans le nom de Jésus. Ich danke dir, Herr, dass du deine Hand auf Säuglinge legst. Je te loue, Seigneur, de ce que tu mets ta main sur ses amis. Säuglinge sollen gesund sein. Qu'ils soient guéris. Seid gesund in Jesu Namen. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Sie sollen gesund heranwachsen in Jesu Namen. Qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Ich komme gegen alle Allergien in Jesu Namen. Toutes les allergies, je m'y oppose. Hautallergien. Allergie de la peau. Sei gesund, du wirst neue Haut bekommen in Jesu Namen. Sois en bonne santé, tu recevras une nouvelle peau dans le nom de Jésus. Muskelkrankheiten, sei gesund in Jesu Namen. Maladie musculaire, sois en guéri dans le nom de Jésus. Herzkrankheiten, sei gesund in Jesu Namen. Toutes les maladies du cœur, soyez guéris dans le nom de Jésus. Zu hoher Blutdruck, zu niedriger Blutdruck, sei gesund in Jesu Namen. Tension, sous-tension, sois libre et guéri dans le nom de Jésus. Ich komme gegen alle Schmerzen, sei frei von Schmerzen im wunderbaren Namen Jesus. Je m'oppose à toute souffrance, soyez libre de toute souffrance dans le nom de Jésus. Empfange Heilung von den Auswirkungen aller möglichen Unfälle in Jesu Namen. Soyez guéri de toutes les conséquences de toutes sortes d'accidents dans le nom de Jésus. Sei gesund in Jesu Namen. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sei gesund in Jesu Namen. Sois en bonne santé. Sei heil von Asthma. Sois guéri de l'asthme. Empfange Heilung von Epilepsie. Reçois la guérison de l'épilepsie. In Jesu Namen, keine Anfälle, keine Anfälle. Dans le nom de Jésus. Keine Anfälle mehr in Jesu Namen. Plus aucun malaise épileptique, plus aucun malaise épileptique. Sei gesund von Kopf bis Fuß. Sois en bonne santé de la tête aux pieds. Dein Rücken wird jetzt geheilt. Ton dos sera guéri maintenant. Lose Nerven kommen zusammen in Jesu Namen. Les nerfs se rassemblent maintenant. Was der Teufel zerschnitten hat, wird Gott zusammenfügen in Jesu Namen. Ce que le diable a coupé, Jésus le remet ensemble, ressoude. Die Fleischwunde soll heilen, und zwar jetzt in Jesu Namen. Les plaies ouvertes doivent guérir, et c'est maintenant dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Der Heilige Geist fließt, die Kraft Gottes fließt überall. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Partout dans ce lieu. Nehmen Sie aus Jesu Fülle. Recevez de la plénitude. Er kommt jetzt zu Ihnen und berührt Sie. Il vient vers vous maintenant et vous touche. Jesus kommt jetzt zu Ihnen. Jésus vient maintenant et vous touche. Und er rührt Sie an. Et il vous touche. Dies ist der Augenblick der Heilung. C'est l'heure de la guérison. Dies ist der Augenblick der Heilung. C'est l'heure de la guérison. Ich danke dir, Herr, dass der Strom fließt. Je te remercie, Seigneur, de ce que le der fleuve Strom coule. Fließt. Le fleuve coule. Sei geheilt von deinem Leberproblem in Jesu Namen. Sois guéri de tes problèmes de foi dans le nom de Jésus. Leberkrebs.
du Cancer du foie. Jetzt geheilt. Jemand wird von Leberkrebs geheilt. Quelqu'un est maintenant guéri du cancer du foie. Du wirst ein neues Leben beginnen können. Tu vas commencer une vie nouvelle à partir de maintenant. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Bauchspeicheldrüse wird jetzt geheilt. Le Seigneur touche quelqu'un au niveau de son ventre. Das Unmögliche ist jetzt möglich in Jesu Namen. L'impossible est possible maintenant dans le nom de Jésus. Sei geheilt von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Jesu Namen. Guéri du cancer dans le nom de Jésus. Und ich danke dir, Herr. Je te remercie, dass deine Hand jetzt all diese Menschen berührt, die ihr Vertrauen in dich setzen. Que ta main touche tous ceux qui mettent leur confiance en toi. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. In Jesu Dans Namen. Le nom de Jésus. Heben Sie Ihre Hände und danken Sie Gott. Oh, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Öffnen Sie Ihren Mund, danken Sie dem Herrn für Ihre Heilung. Et ouvrez votre bouche pour le remercier. Das ist der Glaubensschritt. Ça, c'est le pas de la foi. Nehmen Sie jetzt Ihre Heilung aus Jesu Händen. Prenez maintenant votre guérison des mains du Seigneur. Liberi di Soria Baba de Shamantolo Moria Baba Santa Carabaria Baba di Saba Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Gelobt seist du, gelobt seist du, gelobt sois béni, seist du, sois béni, sois béni, sois béni. Krüppel gehen, blinde sehen. Stumme sprechen, taube hören. Les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques sont guéris. Krebstumore sind weg. Les tumeurs cancéreuses disparaissent. Der Knoten in der Brust ist verschwunden. La grosseur dans ton sein a disparu. Die Leber ist abgeschwollen. Ton foie est désenflé. Das gelähmte Bein kann jetzt gebogen werden. La jambe qui était paralysée, tu peux maintenant l'articuler. Der Rücken kann sich biegen, beugen ohne Schmerzen. Le dos peut se courber sans souffrance. Tu mal etwas, was du vorher nicht tun konntest. Commence à faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Wenn du nicht stehen konntest, steh. Si tu ne pouvais pas te tenir debout, mets-toi debout. Wenn du nicht gehen konntest, geh. Si tu ne pouvais pas marcher, marche. Wenn du dich nicht bücken konntest, bücke dich. Si tu ne pouvais pas te courber, courbe-toi. Jesus ist hier in unserer Mitte, überall. Jésus est là au milieu de nous. Überall und heilt. Il est là partout, partout, partout et guérit. Und heilt. Et guérit. Tu etwas, was du vorher nicht konntest. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Viele, viele sind geheilt worden. Beaucoup, beaucoup ont été guéris. Und die Kraft Gottes ist immer noch am fließen. Et la puissance de Dieu est encore là. Jesus schaltet die Kraft nicht ab. Jésus n'enlève pas sa puissance. Er schaltet nicht für drei Sekunden an und dann ab. Il n'arrête pas sa puissance. Es fließt weiter. Il immer continue weiter. À immer donner, weiter. À donner, à donner. Wir nehmen mal unsere Hände runter. Nous pouvons baisser nos mains. Wer weiß, dass Jesus ihn eben geheilt hat, der darf mal die Hand hochheben. Qui peut dire que le Seigneur l'a guéri ce soir qu'il lève sa main? Schaut euch mal die Hände an, schaut euch mal die Hände an. Regardez voir les mains levées. Wer von euch weiß, dass Jesus ihn geheilt hat, gerade jetzt? Qui au plus profond lui-même sait que Jésus l'a guéri? Halleluja. 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 Wer den Nachweis hat der Heilung, kommt doch bitte mal hoch. Ihr dürft gerade jetzt Zeugnis geben. Ein, zwei Sätze. Und ich möchte eure Hand schütteln und euch segnen. Celui qui a la preuve maintenant de sa guérison, qu'il montre rapidement, donnant en deux secondes son témoignage. Wer weiß, dass Jesus ihn eben geheilt hat? Kommen Sie bitte daher. Ich möchte Sie Ihnen hier die Hand schütteln und das sagen. Come around here. Celui qui sait que Jésus l'a guéri. Diejenigen, die wissen, dass Jesus sie geheilt hat, kommen Sie hier einmal rüber, ganz schnell. Halleluja. Allez, während wir hier singen là, und den Herrn preisen, okay? Kommt, wir singen. Halleluja, by the glory. Halleluja, amen. Halleluja, by the glory. Revive us. Glory, hallelujah.
Jesus für sie getan? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Jesus hat mir meinen Rücken gestärkt. Ich habe wahnsinnige Probleme im Rücken auf der Arbeit und beim Bücken und die Wirbelsäule war stark beeinträchtigt und ich fühle mich frei. Mein Rücken ist frei. Ich habe keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Ich liebe. Die Liebe hier ist unglaublich groß hier auch. Können Sie sich bücken ohne Bücken? Ja. Machen Sie mal etwas, was Sie vorher nicht können. Wow. Jésus a touché mon dos. Er macht das besser als ich. Ich komme gar nicht mehr ganz runter. Ist das nicht wunderbar? Sie müssen sehr froh sein. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke dir. Komm, ich will ihn noch segnen. Er hat nicht nur Heilung bekommen, er kriegt auch noch eine Portion Salbung hier. Amen. Schließen Sie Ihre Augen in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, für das große Wunder. Und du schenkst ihm jetzt voll ein. In Jesu Namen empfange den vollen Segen des Herrn. Geh in Frieden. In Jesu Namen. Komm bitte, kommen Sie. D'accord. J'avais zwei Sachen. Ich hatte Arthrose. Viele Schmerzen in den Händen. Und ich spürte, wie die Schmerzen verschwindeten. Keine Schmerzen. Arthrose in den Händen, keine Schmerzen mehr. Hier, in dem kleinen Finger, keine Schmerzen mehr. Ist das nicht wunderbar? Jesus heilt von Arthrose. Und ich glaube auch, dass der Herr mich berührt hat, weil der Bruder Reinhard von einem Tumor in der Brust gesprochen hat und letztens hat mir der Arzt gesagt, ich muss jetzt Proben tun, weil ich sicher einen Tumor habe. Okay. Aber ich glaube, dass ich befreit bin. Ja, das wird sich herausstellen. Der Arzt wird staunen. Er wird weniger verdienen. Il gagnera moins. Der Arzt wird staunen. Mais le médecin serait schließen Sie Ihre Augen, ich möchte für Sie beten. Fermez vos yeux. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein großes Wunder getan hast. Du wirst es weiter tun. In Jesu Namen segne ich dich. Geh im Frieden in Jesu Namen. Kommen Sie. Was hat Jesus für Sie getan? Gelenke, Knie, Hände, Hüfte. Wie lange hatten Sie damit zu tun? 2-3 Jahre. Minimum. Und jetzt? Weg. Einfach weg. Einfach so weg. Weg. Jetzt ist weg. Können Sie uns das mal demonstrieren? Il souffre aux articulations et toutes les douleurs sont parties. Alles frei. Se sent frei totalement und libre. Geschmiert. Wie geschmiert. Ist das nicht wunderbar? Comme s'il avait été graissé. Preist immer. Ich warte noch auf Gehör, ob das auch noch kommt. Das kann ich noch nicht. Können Sie da nicht hören? Schlecht. Vous n'entendez pas mal. Da beten wir doch gleich mal fürs Ohr. Dass das auch alles, dass das eine Rundumerneuerung wird. Que ce soit un homme de la nouveau de la tête aux pieds. Schließen Sie Ihre Augen, ich bete für Ihr Ohr. In Jesu Namen, Herr, danke ich dir, dass das Gehör in das rechte Ohr zurückkommt. In Jesu Namen, Ohr, öffne dich. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Schließen Sie mal das andere Ohr jetzt. Hallo. Ja, höre ich. Hallo. Höre ich. Sagen Sie, was ich sage. Sagen Sie, was ich sage. Okay. Okay. Ich segne ihn in Jesu Namen. Empfange aus Jesu Hand. Ich danke dir, Herr, du hast alles wohl gemacht. Gehen Sie in Jesu Namen. Amen. Bitteschön. So, Deutsch, Französisch, Englisch, Français. Je suis infirmière. Sie ist Schwester. Krankenschwester. J'ai fait un accident de travail au mois de janvier. Ich hatte einen accident de travail. Auf der Arbeit. Et j'ai fait une hernie discale. Und ich hatte eine Hernie. Hernie discale. Wirbelsäule. Eine Hernie, was wo j'avais mal ce soir, je pouvais pas me baisser. Ich hatte weh, ich konnte mich nicht bücken. Et quand vous avez prié, j'arrive à me baisser. Und wo Sie gebeten haben, kann ich mich jetzt bücken. Halleluja.
Ist das nicht fantastisch? Das ist fantastisch. C'est merveilleux. Ja. Keine Schmerzen? Plus de douleur. Non, je n'ai plus. Nein. Halleluja! Halleluja. Jesus hat ihr ganzes Rückgrat erneuert. Jésus a renouvelé toute ta colonne. Groß ist ihr Glaube. Crois-le, saisis-le. Groß ist ihr Glaube. Und Jesus hat nach ihrem Glauben gehandelt. In Jesu Namen segne ich dich. Empfange du aus Jesu Händen. Jetzt in Jesu Namen. Amen. Bitteschön, der Nächste. Deutsch? Französisch? Deutsch. Ja. Ich habe viele verschiedene Allergien gehabt. Ich bin auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt gewesen. Er hat alles überprüft. Und das war so hart. Und meine Nase war zum Beispiel die ganze Zeit geschlossen, heute auch. Ich musste meine Nase putzen und putzen. Und als Bruder Bonke angefangen hat zu beten, habe ich eine Wärme gespürt, die immer noch da ist. Und meine Nase ist ganz frei. Preis dem Herrn. Herr, ich segne unsere Schwester. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Geh in Frieden in Jesu Namen. Kommen Sie. Deutsch? Französisch? Oui. Ja, Französisch. Kann ich bitte? Ja. J'étais guérie de l'arthrite. Ça fait des. Ich bin geheilt worden von Arthrit. Ich habe so Schmerzen gehabt von hier bis unten und jede Nacht bin ich geweckt worden und habe weh gehabt, nie mehr können schlafen. Und am Dienstag hätte ich schon auf Straßburg kommen zum Spezialist für meine Arme. Jetzt bin ich geheilt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Halleluja, wir preisen den Herrn. Amen. Freust du dich? Te réjouis-tu? Oui. Ja. Toute la gloire à Dieu. Die ganze Amen. Ehre des Herrn. Herr, ich segne diese Schwester. Ich danke dir, dass du ihr so viel Gnade gezeigt hast. Ich segne dich im Namen des Herrn. Geh im Frieden, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Kommen Sie bitte. Was hat Jesus für Sie getan? Jesus hat für mich heute getan. Mein Herz ist ganz erleichtert. Ich habe immer Schwierigkeiten in meinem Leben. Mein Sohn, der ist drogenabhängig. Und mir ist heute viel leichter, weil ich hier war bei euch. Ich bin unser Herr Jesus Christus, soll beten für ihn, dass er auch hierher kommt. Ja, Jesus hat ihr Herz getröstet. Ist das nicht auch ein mächtiges Zeugnis? Hat ihr Herz getröstet und ihr Glauben gegeben für die Errettung ihres Sohnes. Herr Jesus, ich bitte für den Sohn. Du hast die Mutter stille gemacht vor dir. Und ich danke dir, dass du den Sohn anrührst und rettest in mächtiger Weise. Ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne dich in Jesu Namen. Freut ihr euch? Passt mal auf. Passt mal gut auf. Écoutez bien. Dies ist heute erst der Anfang. Seulement le commencement aujourd'hui. Die großen Geschütze, die werden noch aufgefahren. Les grandes bénédictions viendront encore. Amen. Amen. Manches Mal heilt Jesus augenblicklich, manches Mal heilt Jesus allmählich. Jésus guérit parfois immédiatement, parfois progressivement. Die Kraft Jesu ist jetzt nicht abgeschaltet. La puissance du Seigneur. Die Heilungskraft fließt weiter. La puissance de Dieu continue à couler. Und in dem Moment, in dem Sie es im Glauben empfangen, et au moment où vous le saisissez par la foi, wird der Beweis kommen. Vous aurez la preuve. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und eins möchte ich auch noch sagen. Je voudrais encore rajouter une das chose. Habe ich vorhin schon gesagt und ich möchte das noch einmal wiederholen. Je l'ai dit tout à l'heure et je voudrais le redire. Am Sonntagnachmittag dimanche après-midi. Ist der große Salbung, Segnung und Sendungsgottesdienst. C'est le culte où nous vous bénirons, nous vous joindrons et vous enverrons. Ich glaube, das Dach wird sich hier heben. Je crois que le toit se lèvera ici. Das Dach wird sich hier heben. Je crois que le toit se lèvera. Und wir werden voll des Heiligen Geistes mit dem Feuer und der Flamme des Herrn hinausgehen in nous, alle Welt, egal wo wir herkommen. Je crois que nous partirons remplis de l'esprit par tout le monde. Egal, d'où nous venons. Amen. Amen. Wer ist heute Abend gesegnet worden? Qui a été béni ce soir? Kommt, wir stehen alle auf. Venez, levons-nous ensemble. Und wir geben noch mal ein richtiges Crescendo für Jesus. Chantons encore pour le Seigneur, applaudissons-le. Halleluja! Halleluja! Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Können wir das singen? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Dieu tout puissant.